Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Tri-Ultimate. Ja, das letzte Mal haben wir die Duramboros besiegt und den Uragaan, genau. Die drei Quests waren es eigentlich. Und dieses Mal werden wir, na, vielleicht zumindest die 9 Sterne, die 8 Sterne Quests abschließen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung und jetzt muss ich erstmal mich wieder ein bisschen neu orientieren. Ah ja, okay. Ich habe zwischendurch nicht gefarmt, also das wusste ich noch. Ich wusste bloß nicht, wie ich... Was? Achso, habe ich schon eine andere. Gut, okay. Ich wusste bloß nicht mehr, was ich denn noch gemacht habe beim letzten Mal. Aber scheinbar gar nichts mehr. Das heißt, ja, ich habe auch noch alles drin. Das heißt, kurz ausräumen und dann können wir auch schon weitermachen. Beziehungsweise kurz umräumen. Beziehungsweise sollte ich vielleicht kurz gucken, was ich denn genau mache. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben noch drei Quests offen. Und davon kann ja nur der Brachdios die Quests sein, die wir brauchen, um weiterzumachen, weil epische Jagdquests nicht zählen, zumindest normalerweise nicht. Und die endlose Jagd und Kommando Keilerei sind auf jeden Fall beide epische Jagdquests. Deswegen Brachdios, der ist im Vulkan und hat eine Wasserschwäche, das heißt, den können wir ganz gut besiegen. Die hier... Wasser sehe ich da. Da sehe ich Donner. Die Frage ist, was hat der Agnaktor für eine Donner und der Rathalos für eine Wasserschwäche? Weil der Volvidon ist mir relativ egal. Der ist eh nicht so stark, aber die beiden anderen halt. Und hier haben wir einen Gobul. Hat der Feuer? Ich glaube, Gobul hat Feuer, genauso wie, wie der Lagiakros und die ganzen... Die ganzen Yagi-Subarten haben, glaube ich, auch alle Feuerschwächen. Deswegen mache ich die endlose Jagd vielleicht erst später, wenn ich mal ein besseres Feuerlangschwert habe. Das gucke ich aber nochmal nach. Aber erst, wenn ich mein Zeug ausgeräumt habe. Ich weiß zwar jetzt nicht, wieso ich das da jetzt erklärt habe. Vielleicht, damit man es besser versteht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, dass ich auch nochmal besser verstehe, wonach ich denn genau suchen muss. Denn ich hatte nicht mehr ganz im Kopf, was denn jetzt auf mich zukommt. Aber, naja, natürlich müssen wir wieder nachkombinieren, natürlich. Ich habe keine, wow, ich habe keinen Honig mehr, scheiße. Ich habe nicht mal genügend Honig, um den mitzunehmen. Ich hoffe, ich habe noch Honig angepflanzt. Da war ich jetzt, glaube ich, seit ein paar Quests nicht mehr, das heißt, da müsste sich jetzt ein bisschen Honig gestapelt haben. Sollte ich den denn angepflanzt haben? Na komm. Oh. Beim Pflügen der Felder haben wir etwas echt Seltsames gefunden. Ein komisch riechender Topf. Ich würde sagen, er ist gerade groß genug, um ihm deinen Kopf zu ziehen. Aber er wäre schon... Aber wer wäre so dumm, einen Topf wie eine Maske zu tragen? Ein Kind vielleicht? Oder ein Verrückter? Du willst ihn? Kann mir nicht vorstellen, wozu, aber bitte. Okay, wir haben einen Rätseltopf erhalten. Bitterkäfer. Jede Menge Bitterkäfer, das Problem ist... Du hast 6 Honig, verdammt. Das war natürlich scheiße, den Honig da auslaufen zu lassen. Da muss ich jetzt sofort nachpflanzen und am besten gleich hier so. Scheiße. Da lasse ich jetzt erstmal, ich habe gerade eh keine Punkte. Ja, wobei doch. Was kann man denn da jetzt anbauen? Gegengift braucht. Luftkraut, Efeu, Machtsam könnte ich mal wieder. Die kosten aber so schweineviel. Soll ich auf Doppel... Ja, ich muss auf Doppelhonig gehen. Ist zwar jetzt blöd, aber trotzdem. Ohne Honig geht nichts. Habe ich schon mal gesagt. Weil Honig brauchen wir für Megatränke. Honig brauche ich für Katalysatoren. Die brauche ich dann für... die Angriffs- und Verteidigungstränke. Deswegen ist es schon ziemlich teuer. Jetzt schauen wir mal, was wir mit den 5 Honig machen können. Nach der Quest sind ja dann wieder ein paar Honig da. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich bloß das überleben. Wobei das leichter gesagt als getan ist. Vor allem mit 2 epischen Quests in Sicht. So. Aber schauen wir mal. Vielleicht hat... Ich weiß es nicht. Oder hat er Honig? Farbbälle kann ich mitnehmen. Beruhigungsbomben nehme ich mal mit. Fallen nehme ich mit.
Wetzsteine. Halt, das wäre blöd. Und die 5 Honig. Das gefällt mir alles nicht. Überhaupt nicht. So, Blaupilz, das war's. Ich muss auch mal Dämmergrasknospe, Eier. Ich muss auch mal schauen. Ach, kann man damit dann hier den Lebensstaub herstellen? Wahrscheinlich. Wobei ich nicht weiß, was der Lebensstaub macht. Ich muss dann auch mal nachschauen, wie man sowas wie maximale Lebenstränke macht. Weiß ich nämlich gerade nicht mehr. Und uralte Tränke. Uralte Tränke waren Kelbihorn. Vielleicht könnte ich mir davon dann einen machen, weil die mitzunehmen ist eigentlich gar nicht schlecht. Ich nehme sie normalerweise eigentlich immer bloß mit, wenn ich... nein, bloß nicht. Ich nehme sie eigentlich bloß mit, wenn ich... Oder ab dem Zeitpunkt, wo ich die Möglichkeit habe, die Dinger einzukaufen. Die Kelbihörner, weil es einfach zu blöd ist, Kelbis zu farmen. Da gab es früher eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Jetzt haben wir aber schon 34 Kelbihörner. Das heißt, wir können noch mal gucken, ob ich einen uralten Trank hinbekomme. Mit dem Impfstoff? War das so? Jo, okay. Ich habe bloß vergessen, wie man Impfstoff herstellt, aber wir haben einen uralten Trank. Dann nehmen wir den doch mal mit. Dann fühle ich mich wenigstens ein bisschen sicherer. Das wäre dann so ein bisschen meine Lebensversicherung, wenn ich draufgehe. Was natürlich immer sein kann. Und ich denke, ab sofort werde ich da jetzt auch einen mitnehmen, weil die Monster werden schon ein bisschen schwerer, wie wir gemerkt haben. Und ja, da will ich halt auf der sicheren Seite sein. So, ich habe jetzt Heiß- und Kaltgetränk mitgenommen. Da war ich mir irgendwie sehr unsicher. Vor allem, weil ich eigentlich wirklich bloß das... Ich gucke jetzt erstmal nach, was die Monster für Schwächen haben und was ich dann mache. Weil, sonst ja blöd. So. Okay. Wir haben hier Gobul, Vroggy und Lagiacrus. Schauen wir da jetzt mal nach. So. Und jetzt Gobul. Gobul hat minus 3 Donner. Eier. Ah, ja. Ja gut, dann ist es einfach. Gobul minus 3 Donner, minus 2 Feuer. Der Lagiacrus minus 4 Feuer. Achso, es war. Klar, war ja Gobul Lagiacrus. Ich dachte gerade an den Rathalos. Feuer. Na ja, gut, minus 2 Feuer, minus 4 Feuer. Da geht wirklich bloß Feuer, weil Donner hatte halt eine gute. Klar. Und Vroggy, Ginox, steht der hier irgendwo? Buggy, Barif, Yagi, Vroggy, Eis, Wasser, Feuer 1. Gut, aber gegen Groß-Vroggy komme ich auch noch irgendwie an. Das Problem ist jetzt halt wirklich, ja, Feuer. Und Feuer habe ich kein gutes Langschwert. Haben die... Eis 0, Eis minus 1, ne. Und ansonsten tun sie sich überall aus. Ne, also dann lasse ich die Quest erstmal sein. Und dann gucke ich jetzt noch nach Volvidern, hat minus 3 Wasser, okay. Was war's noch? Genau, der Agnaktor hat minus 4 Wasser, ja. Und jetzt noch der Rathalos, 0 Wasser, minus 2 Donner. Null Donner. Der Agnaktor wäre dadurch natürlich sofort tot. Der auf minus 2 Donner, der auf 0 Donner. Das würde schon mal deutlich weniger ausmachen. Die Frage ist jetzt... Wasser oder Donner stärker? Ich glaube, mein Wasser ist stärker. Ich nehme hier die Haarschweifklinge. Und hier den Donnerschlag Plus. Die grüne Schärfe ist halt krass, der Wasserschaden ist halt auch ziemlich krass, dadurch ist der Agnaktor ja fast schon sofort tot. Und, naja gut, diese 33 Schaden mehr, das ist jetzt nicht so berauschend. Nee, ich nehm Wasser, dadurch ist der Agnaktor schnell tot, den Rathalos besiege ich dadurch trotzdem noch neutral. Und der Volvidern, wie gesagt, ist mir egal, da mache ich zuerst die Quest zum Vulkan. Dann haben wir die nämlich weg. Das Heißgetränk weg. So, sehr schön. Ja, okay. Und los geht's. Das wird zwar wieder eine schwierige Quest, aber naja.
Und dann mache ich wirklich den Brachydios und warte dann, bis ich dann tatsächlich den Sandbarrel bekomme für die Feuerwaffe. Schneidisch gut. Ja, ich nehme Schneid und hoffe mit dem einen frischen drauf. Da hätte ich vielleicht einen Gutschein nehmen können. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Ja, komm. Ja, wunderbar. Okay. Dann schauen wir mal. Das war Kommandokeilerei. Ja. Na gut. Geht ja nicht anders. Und hier, wie gesagt, machen wir später. Wenn ich denn dann den Sandbarrel bekomme. Die Frage ist natürlich, was bekomme ich als Monster für die Queststufenerweiterung? Da brauche ich ja auch noch irgendwas. Und da sind eigentlich noch zwei Monster offen, vor denen ich, die gut möglich sind, vor denen ich ein bisschen Schiss habe. So, als erstes kommt jetzt ein... Steht gar nicht dran, ne? Scheiße, war aber der... Na, ich hab's vergessen, wie er heißt. Genau, der, wo da startet. Der Volvidern, genau. Nein, nicht der Volvidern, der Agnaktor. Agnaktor, Volvidern, Rathalos. So. Meine Güte. Okay. Einen uralten Trank und... ja, los geht's. Ich habe ja meinen Cha-Cha dabei, deswegen ist bei ihm nicht so unbedingt wichtig. Beim Rathalos wäre es mir ein bisschen wichtiger. Einfach bloß, dass ich ihn dann verfolgen kann. Und ich muss noch gucken, was ich mit dem Topf machen kann. Cha-Cha hat jetzt nicht reagiert. Hallo? Agnaktor? Ich bin hier drüben. Jetzt hat er mich. Nee, hat er mich nicht gesehen. Also ich kann hier auch rumstehen und wir können gar nichts machen. Okay, jetzt hat er mich gesehen. Jetzt beginnt der Kampf. Und ich habe ein bisschen Schiss. Vor ihm und vor dem Rathalos. Vor allem, weil der Rathalos dann halt zum Schluss kommt. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn der Rathalos als erstes kommt. Dann wäre das Schwierigste schon mal weg. Und, na gut, Der Volvidern kommt dann halt so ein bisschen als... Gut, man darf nicht vergessen, es ist ein Volvidern und der ist auch nicht so leicht. Vor allem, er kann halt rumstinken. Da hätte ich vielleicht ein Deo mitnehmen sollen. Aber... Ja, er ist trotzdem im Vergleich zu den anderen beiden ist er auf jeden Fall eine Erholung. So ein bisschen was für zwischendurch. Und der Agnaktor, der geht er eigentlich auch noch aus. Er macht so einen Scheiß. Das kann ich jetzt gar nicht haben. Egal. Kriegen wir trotzdem hin. Hier in dem Gebiet ist er halt extrem überlegen. Einfach bloß, weil er da in die Decke kann. Und ich ihn gerade gar nicht sehe. Okay, wunderbar. Mit dem Schweif zu mir. Danke. Ich weiß nicht, ob ich seinen Schweif abbekomme, aber ich könnte wenigstens... Aua, natürlich. Ich glaube, er geht bestimmt nicht ins Wassergebiet. Ja, klar, das wäre... Wobei, das wäre eigentlich ziemlich cool, weil im Wassergebiet könnte es sich immer wieder sofort abkühlen, wenn er... aua. Verdammt. Wenn er dann aus der Erde rauskommt und dann ins Wasser geht, dann kühlt er sich ja sofort ab. Das heißt, er hat eigentlich eine Dauerrüstung, egal was er macht. Das wäre schon ziemlich mies. Ich weiß nicht, ob ich sowas gerne hätte, sag ich mal, aber es wäre eine ganz interessante Idee. Muss mir einmal sagen. Vielleicht sehen wir das in G-Rank noch. Ich kann es mir fast schon vorstellen, weil... Naja, Capcom ist manchmal so gemein. Die machen manchmal sowas. Ui. Aber Combo durchbekommen? Nein, du Mistvieh. Ja, das kann er ja auch. Stimmt. Habe ich vergessen, dass er es ganz gerne macht. Außerdem ist jetzt gerade ein bisschen aggro. Das heißt, ein bisschen Vorsicht walten lassen. Außerdem gerade nicht aus dem Gebiet raus. Das wäre schön. Vor allem, wenn er gerade sowas macht. Oh je. Wenigstens da mal ausgewichen. Das ist ja schon mal was. Das Problem ist natürlich auch, dass ich auf die Zeit achten muss. Wenn ich hier ein bisschen rumtrödel, dann kann es natürlich nichts mit dem Rathalos werden. Weil der Rathalos, der ist natürlich ein Ausdauerkampf. Zum Glück nicht mehr so schlimm wie in Try, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, da kommst du jetzt nicht durch, aber du kommst durch. Aber er macht mir zum Glück nicht so viel Schaden. Das heißt, meine Rüstung ist immer noch relativ gut. Gut, ich meine, wir sind immer noch in High Rank. Es hat sich jetzt nicht so viel geändert, wobei wir eigentlich High Rank Ende sind. Wenn man es ja mal so sieht, vom Dorf bleibt nicht mehr viel übrig. Es bleiben noch 9 Sterne und dann noch ein paar Special Quests. So. Mehr wird da aber nicht kommen. Das heißt, wir sind fast schon in der Stadt und die ersten paar Stadtquests werden dann ein bisschen erholsam. Da kann ich da auf jeden Fall ein bisschen farmen, bis wir dann zum G-Rank kommen. Und da muss man dann mal schauen, wie das dann laufen wird. So, er geht da. Die Frage ist, wo geht er jetzt hin? Darüber, okay. Das ist an der Stelle schon mal ein bisschen schwierig, weil man einfach nicht weiß, geht er jetzt nach oben, geht er jetzt nach rechts. Und da kann man es halt wirklich ein bisschen schwierig sagen, weil er da... Aber bloß in dieses große Lavabecken geht.
Wahrscheinlich kann man es irgendwie sehen, ob er jetzt ein bisschen weiter nach oben reingeht oder ein bisschen weiter nach rechts, aber ich meine, genau deswegen habe ich ja meinen Chacha dabei oder meinen Chakalaka. Ich weiß gerade gar nicht, welche von beiden die Maske trägt. Aber ja, wie gesagt, deswegen habe ich die ja dabei und werde sie ja auch dementsprechend dann nutzen. Oh je. Ja, lass mich in Ruhe. Wir können doch Freunde sein. Ja, das war verdammt knapp. Er will scheinbar keine Freunde. Ja, ich dachte gerade schon, der Sabot war aber irgendwie bloß was anderes, was da kam. Oh je. Verdammt. Da dachte ich wirklich, könnte ich mal kurz die Kombo reinhauen. Aber leider nicht. Er war viel zu schnell. Oh, aber das ist schön. Da kann ich die Kombo reinhauen. Muss ja kurz nochmal aufladen, aber jo, jetzt. Und damit sollte genau der Beutel kaputt sein. Wunderbar. Läuft doch gerade noch gar nicht so schlecht. Die natürliche Heilung, also der Bonus der natürlichen Heilung, den ich bekommen habe. Plus meine Chakalakas, die ab und zu ein bisschen was machen. Haben mir bisher auch Getränke erspart. Von dem her geht der Agnaktor im Moment eigentlich. Der Beutel kaputt, 5 Minuten, ja, sagen wir 6 Minuten vielleicht gerade rum. Schon wieder Erholgeschwindigkeit hoch, sehr schön. Das war blöd. Aber wie gesagt, und dafür, dass er ja weniger aushält dann, also aushalten muss, weil sonst wäre die Quest ja unmöglich, 3 normale Monster hintereinander. Das wäre ein bisschen krass, vor allem wenn man es dann noch gegen Rattalos hat. Wie gesagt, der Volvidum geht ja immer noch. Der Volvidum ist ja, ach, du bist so mies, aber es hat gereicht. Der Volvidum ist ja so ein bisschen wie der, wunderbar. Schleim kaputt oder Flammen kaputt. Ah, was sag ich denn? Lava kaputt, so oder? Keine Ahnung, das was er halt auf seiner Haut hat, aber ist halt mehr oder weniger Lava. Zumindest, was wollte ich sagen? Ja, diese zwei Zwischenmonster sind so ein bisschen, ja, sagen wir ein kleiner Puffer, damit das Ganze natürlich nicht zu schwierig wird. Weil 3 große Monster hintereinander ist halt schon sehr zeitaufwendig auch, auch wenn man die Monster reduziert von den Leben. Und deswegen sind es ja theoretisch plus 2,5, wenn man so will. So, ich hätte aber ganz gerne deinen Schweif, das wäre mir ganz recht. Das kommt jetzt natürlich ein bisschen ungelegen, aber naja, gut. Von mir aus, oh je. Und wie war das bei epischen Jagdquests? Geben die Monster ja Megatränke, ne? Ist mir gerade wieder so aufgefallen. Stimmt, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Oh Gott, das war verdammt knapp. Aber dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass ich hier keine... Ups, was war denn das? Der ist irgendwie seitlich auf mich drauf. Okay, das war ein gutes Zusammenzucken. Sonst hätte mich das voll erwischt, was auch immer da jetzt käme. Zumindest geben die ja Megatränke. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, dass ich nicht genügend Honig dabei habe. Ja, aber war eh mal wichtig, den uralten Trank herzustellen. Weil, wie gesagt, der wird später noch sehr wichtig, finde ich. Wenn man dann mal in G-Rank ist. Meine Meinung zumindest. Also ich habe früher Unite immer mit dem uralten Trank gemacht. Oder waren es sogar mehrere? Ich glaube, ich habe da sogar ein paar nachkombiniert. Wenn ich das denn richtig weiß. Über die Quest. Weil die Monster dann halt... Oh mein Gott, das wird langsam ziemlich knapp. Das war so klar. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt verwirrt bin, dann bin ich in großer Gefahr. Natürlich bin ich dann verwirrt. Wow, nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Ich hab sogar noch gebrannt. Verdammt. Hätte ich das gesehen, dann hätte ich ja was dagegen gemacht. Okay, so, das ist ein guter Beweis dafür, wie ein Monster einen umkomboen kann. Und das war nicht schön. Okay, wo ist er hin? Da, dann kann er eigentlich bloß da nach hinten sein, oder? Nach oben geht er da von da aus nicht. Doch, er geht da nach oben. Ah ja, okay, gut. Also es hat scheinbar überhaupt nichts zu sagen, wo er sich eingräbt. Kann sich überall eingraben. Ich glaube, wenn er da reingeht, ich habe keine Ahnung. Ich kann auch bloß vermuten und, naja, wie gesehen, meine Vermutungen stimmen auch nicht immer. Und ich hoffe dann später mal, dass der Rattalos unten bleibt, unten im grünen Gebiet, weil dann brauche ich hier oben keine, oder zumindest relativ lang, weil dann brauche ich hier nicht wirklich viel, nein, ich konnte nicht mehr springen. Dann brauche ich hier nicht wirklich viel Kaltgetränke von Rattalos, weil die könnten mir wirklich knapp werden, wenn der hier ein bisschen rumcampt hier oben. Was er wahrscheinlich tun wird, weil es eins seiner Gebiete ist. Weil er auch oben schläft. Okay, okay.
Ja, da klappt das sich schon wieder ein, verdammt. Das kostet halt auch ziemlich viel Zeit bei ihm. Aber, ja, es geht. Es gibt schlimmere Monster, würde ich sagen. Ups. Oh je. Und ich weiß auch nicht, um eine epische Jagdquest so gut ist, um wieder reinzukommen. Weil es halt doch natürlich ein bisschen härter ist als eine normale Quest. Okay. Mit dem Laser kann ich leben. Kann ich hier ein paar... Sehr schön, das schweift schon mal weg. Das ist doch gar nicht schlecht. Von dem bekomme ich auf jeden Fall dann nochmal einen Megatrank. Nein, 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 nein. Verdammt. Das war blöd. Aber egal. Kann ich mit leben. Ah, genau das meine ich. Kälteeffekt schon vorbei. Gut, wir sind jetzt auch bald schon bei den 10 Minuten. Aber sieht nur halt... Oh, es sabbert gerade. Ich wollte gerade sagen, es sieht nicht wirklich angeschlagen aus. Genau, dann sabbert er. Und Schnabel kaputt. Sehr schön. Sieht im Moment... Ja, es geht. Wie gesagt, man muss bedenken, dass er nicht so viel aushält. Oh je, das könnte gefährlich werden. Na komm, beeil dich. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, kannst du jetzt vielleicht mal wieder aus dem Lavafall rauskommen? Das wäre super. Könnte ich hier auch mal wieder angreifen. Also richtig. Gut, das mit dem Schnabel, das war jetzt vielleicht gar keine schlechte Aktion, aber trotzdem. Im Moment war der Schaden gerade nicht so pralle. Das war sehr gut. Damit habe ich das schon mal freigeräumt. Ja. Da kriegst du mich nicht. Und jetzt kann ich das natürlich auch sehr gut nutzen, das Sabbern. Um hier ein bisschen Schaden reinzudrücken. Das geht natürlich allgemein immer sehr gut. Ja, okay. Wunderbar. Und hier nochmal drauf. Ich denke, das sollte hier am Beutel auch relativ gut Schaden machen. Wow, okay, da habe ich es gerade so durchbekommen. Und? Ich wollte gerade sagen, gehst du schon pennen? Das war jetzt natürlich super. Weil ich mache hier gerade ziemlich gut Schaden, denke ich. Ja, wunderbar. Okay. Nach 10 Minuten. Sehr schön. Warm? Ja, gut. Ich habe mich da einmal ziemlich gut treffen lassen, aber ansonsten eine gute Runde. Und von dem Volvidum bekomme ich dann auf jeden Fall noch ein paar Megatränke. Ich werde da zwar auch wahrscheinlich welche verbrauchen, klar, aber trotzdem bekomme ich noch welche. Und deswegen, ja, nutze ich den so ein bisschen als Farmpunkt dann für Megatränke. Das heißt, den kann ich jetzt gut fangen, den Volvidum. Ich weiß zwar nicht, ob ich irgendwelche Sachen für... Danke für den Thunfischköder, den brauche ich auch im Vulkan. Felfenbombe. Nee, Felfenbombe ist auch nix. Also da hätte ich deutlich bessere Sachen bekommen können, so. Da nehme ich jetzt mal die... Ich nehme die Fallgrube. Ups. Ich weiß nicht, wieso. Komme ich da? Ja, komme ich rein. Das war das letzte Mal auch schon so. Und hier rein am besten. Nein, verdammt aufgewacht. Na komm, da komm, da komm, 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 komm. Ja, ist schon mal einen Schritt nach vorne gegangen. Und drin, wunderbar. Okay, und gefangen. Ja, jetzt gehe ich schnell zurück ins Lager. Hol mir da das ganze Zeug, das gekommen ist. Und vor allem halt die Kaltgetränke auch. Und warte dann, bis der Volvidum noch scheint. Und ja, dann können wir weitermachen. Läuft doch im Moment gar nicht so schlecht, wenn der Volvidum jetzt innerhalb von 10 Minuten stirbt. Dann sind wir, sagen wir, bei, ja, bei 20 Minuten, sagen wir so. Der Gnaktor hat jetzt auch bloß 10 Minuten ausgehalten, das heißt, der Volvidum wird auch nicht so lange. Vor allem halt mit dieser massiven Schwäche, das war es halt, minus 4 Wasser ist krass. Und der Volvidum hat halt auch minus 3 Wasser, das heißt, der wird auch nicht lange überleben. Vor allem halt, weil es ein kleines Monster ist. Achso, ihr seid Slagoffs. Ich dachte gerade, was seid ihr für hässliche Viecher? Ich denke zumindest, dass sie Slagoffs sind. Oder irgendwas anderes komisches. Zumindest... Ich bin voll den falschen Weg gelaufen. Zumindest, wenn der dann jetzt auch noch ungefähr, sagen wir, 10 Minuten braucht, dann wären wir bei 20 Minuten, dann hätten wir noch 30 Minuten Zeit für den Rattalos. Und, ja, mit 15 bis 20 rechne ich schon bei ihm. Das ist halt das Problem. So, die können wir mitnehmen, die haben wir auch schon. Was ist denn das? Psychoserum brauche ich nicht. Ration auf jeden Fall, jetzt sind wir voll. Schade. Gut, ich kann eigentlich den Thunfischköder wegschmeißen. Schauen wir mal, wie es mit den Rationen aussieht. Ich glaube, da habe ich noch eine übrig, oder? Nein? Okay, kann die alle futtern. Wobei ich eigentlich den Mini-Wettstein nicht unbedingt brauche, aber... Nö, nee, dann nehme ich die Erste-Hilfe-Ration. Aber wie gesagt, der Mini-Wettstein, der ist jetzt nicht so interessant. Ich habe genügend.
Mini-Wildsteine wären vielleicht interessant, wenn man bloß ganz wenig blaue Schärfe hat und die unbedingt bräuchte, um irgendwo durchzukommen. Durch einen Schweif oder was weiß ich. Die Frage ist, wo kommt denn der jetzt? Habe ich gerade überhaupt keine Ahnung. Hm. Ach, da oben. Okay. Bin ich ja fast schon auf dem richtigen Weg. Und dann schauen wir mal, wie er läuft. Deo wäre jetzt natürlich super gewesen bei dem. Bei der Monsterauswahl. Habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Aber es wird, denke ich, auch so gehen. Einfach bloß wegen der... Wegen der großen Erholung, die die Schakalakas machen können. Okay, der hat mich wenigstens gleich gesehen. So, und jetzt mit Gelb noch, gleich von Anfang an. Das ist natürlich auch sehr schön. Das macht gleich sofort guten Schaden. Das hat schon mal nicht getroffen, wunderbar. Das heißt, es läuft sogar am Anfang gar nicht schlecht. Okay, und davon will ich mich natürlich auch nicht treffen lassen. Paralyse ist auch mal scheiße. Ah, verdammt. Das war mies, aber jetzt kann ich mir auf jeden Fall die Kombo... Die Kombo holen? Dann halt nicht, roll halt weg. Ja. Ich hasse den Volvidern. Auch wenn er zu schwierig ist, gut. Er stinkt jetzt gerade, zumindest hat eine Felfenbombe. Ich weiß jetzt unbedingt, dass man das als Stinken bezeichnen kann, keine Ahnung. Oh je. Super wäre es natürlich, wenn er tatsächlich ein paar richtige Bomben werfen könnte, wie, naja, wie ein Felin dann halt. Nicht bloß wie ein... Nee, Quatsch. Mellings werfen ja gar keine Bomben eigentlich. Von dem her ist das halt ein bisschen blöd, dass er das da nicht macht. Aber naja. Man kann ja nicht alles verlangen. Und wenn er schon ein bisschen stiehlt, wobei ich die Maske nicht... Wow, das ist ein neuer Trick. Wobei ich die Maske nicht behalten werde. Das war auch mies. Ich werde auf jeden Fall die Fallgrubenmaske machen, sobald ich die freigeschalten habe. Weil die natürlich deutlich besser ist oder deutlich mehr bringt. Und die Mellingsmaske dann natürlich nur, wenn ich farmen muss. Weil, wie man gesehen hat, sie kann manchmal ziemlich gute Sachen klauen, wie zum Beispiel ein Oregan-Kiefer, den ich mit meinem Langschwert jetzt nicht unbedingt hätte bekommen können. Also zumindest nur sehr schwierig mit sehr viel Schärfe dann halt. Oder halt der Fähigkeit Schärfe, wo ich die ganze Zeit durchhauen kann. Weil so die ganze Zeit abprallen, wenn er da auf mich zurennt, das ist blöd. Das ist sehr blöd. Aber naja, oh je, okay. Na, gut. Er ist halt verdammt schnell, das haben die anderen halt nicht unbedingt. Gut, der Rattler ist natürlich auch dementsprechend schnell. Aber nicht so schnell wie er jetzt. Und das macht ihn halt als kleines Monster aus. Dafür, wie gesagt, ist er nicht so heftig im A, Schaden und B, im Leben halt auch. Ich denke, wir haben jetzt sicher schon auf 50% runter. Ja, ich dachte, ich hätte die Kombo schon. Naja, gut, die halbe Kombo haue ich ihm da doch rein. So, ich warte eigentlich bloß drauf, bis er jetzt das Gebiet wechselt. Tut er aber scheinbar nicht. Wo sind meine? Da sind meine Wettsteine. Wobei, Orange kann ich hier... Na gut, komm. Wenn er, natürlich wird er jetzt gerade von dem Chakalaka blockiert. Oh je, wow. Das war verdammt... Ja, so viel zum verdammt knapp. Ja. Okay, Gebiet gewechselt, aber sicher rausgekommen. Von mir aus. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wow. So, dann gleich. Okay. Gut. Da erwischt mich nicht. Ich hoffe bloß, er macht jetzt keine Rückwärtsrolle. Nee, sehr schön. Da kann ich ihn... Na, die Combo kann ich mir holen. Aber einsetzen kann ich sie, glaube ich, nicht mehr. Dafür ist ein bisschen zu schnell. Also ich mache so. Ja, es ist ein Spiel mit dem Feuer. Ja, ist auf jeden Fall. Vor allem, weil ich keinen Bonusschaden jetzt dazu gemacht habe. Aber Rotes Elan ist auch nicht schlecht. Wechselt das Gebiet? Nein. Okay. Wow, das war mies. Lass mich in Ruhe. Okay. Ach so, das ist deine Combo. Ja, du bist mir ein Drecksack. Aber nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Okay, wo auch immer. Achso, zu Chacha. Ich wollte gerade sagen, wo auch immer du... Nein, ich stinke. Ja. Ich wusste schon davor, aber da kam ich nicht mehr weg. Egal. Gut. Dann ist halt gerade keine Heilung für mich. Gott sei Dank können die Chakalakas nicht stinken und dann ihre Fähigkeiten nicht mehr aktivieren. Und ihre Tänze. Das wäre mies. Aber, naja, wie man sieht, ist nicht so schlimm, dass ich jetzt stink. Obwohl diese Dreierheilung halt schon richtig viel kostet an Ausdauer. Ich glaube, die haben nicht so viel Ausdauer, die Chakalakas. Das heißt, die regenerieren sich da halt relativ häufig. Und ich frage mich gerade,
Er sollte hoffentlich langsam mal das Gebiet wechseln, damit er wenigstens irgendein Zeichen von Schwäche zeigt, weil das sieht mir jetzt gerade nicht so aus, als würde irgendwas... Okay, jetzt wechselt das Gebiet. Eier, wo gehst du hin? Ach, das kann der? Eier, wo ist er jetzt? Hallo? Da unten. Ist das jetzt... Nee, das ist das Gebiet, verdammt. Das Uragan-Gebiet. Kann ich... Ich kann auch keine Kaltgetränke trinken. Super. Sehr schön. Ich hoffe zumindest. Ist das es? Na, wir werden es gleich sehen. Nee, war das falsche Gebiet, verdammt. Das war tatsächlich das Gebiet ohne die Hitze. Das war blöd. Naja, gut. Das ist halt immer ein bisschen blöd, wenn man die Karte nicht wirklich richtig im Kopf hat. Und da wusste ich jetzt gerade nicht. Ich hätte sehen können. Ich habe es auch fast schon vermutet. Aber naja. Also schön ist, ich brauche jetzt natürlich gerade kein Kaltgetränk. Und jetzt sind hier 20 Minuten um. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Vor allem, weil ich ihn da jetzt relativ lange allein gelassen habe. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gewesen. Weil eigentlich brauche ich hier den schnellen Schaden, damit ich... Ja, damit ich genügend Zeit gegen den Rattalos habe, den ich jetzt halt nicht sehr effektiv treffe. Wenn man das mal wieder, ich sag mal, im Pokémon-Jargon so sprechen kann. Okay, aber da ist aber doch schon sehr schön. Das heißt, es dauert nicht mehr so lange. Die Frage ist, wo geht ihr jetzt pennen? Ich glaube, da geht ihr jetzt ins Uragan-Gebiet. Zumindest nochmal da oben. Okay. Von mir aus. Der Rattalos startet ja schönerweise auch unten zuerst. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir ihn hier gleich umhauen können. Weil der sabbert ja im Moment. Der ist ja das Schöne. Sollte ja zumindest. Wieso sabbert er nicht mehr? Na gut, komm, eine Combo und dann wär's das. Oder? Da nochmal rein. Schade. Wäre schön gewesen. Und jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Ja, und ich starte da unten. Wieso? Wieso kann ich nicht auf der Zwischenstufe starten? Das wäre deutlich besser. Okay. So, immer noch da? Immer noch da. Wunderbar. Okay. Besiegt dich jetzt tatsächlich im Baum, damit ich einfach bloß dieses eine Kaltgetränk nicht verbrauche. Es wird sich wahrscheinlich nicht unbedingt lohnen, aber hey, komm. Wow. Ach, das war der. Sehr schön. Da kann ich nochmal gut treffen. Natürlich nicht, weil ich zu blöd bin, um ihn zu treffen. Komm, scheiß auf Stinken. Das war verdammt knapp. Wow. Dass ich das tatsächlich geschafft habe. Na gut. Okay, okay. Und nochmal. Und jetzt nochmal. Und jetzt aber ausruhen. Das kannst du nicht. Okay, krass. Ja, sag dich's doch. Das war zu erwarten. Außerdem, ich glaube, keinen einzigen Megatrank von ihm. Also zumindest habe ich keinen Gebrauch zu rum, wollte ich meinen. Ja. Okay, sehr schön. Haben wir das doch ziemlich souverän gelöst, den zweiten. Zwar sind wir jetzt schon ein bisschen in den 25 Minuten drin. In den 20 Minuten. Aber... Trotzdem denke ich, dass ich noch gute Chancen gegen den Rattalos habe. Weil eine epische Jagdquest mit einem 30 Minuten Rattalos-Kampf wäre schon ziemlich krass. Ich denke, da müsste der... Hallo, du. Ich denke, da müsste Rattalos jetzt G-Rank werden, um das zu machen. Weil der wird, glaube ich, so weit runtergestuft hier auf der Quest. So, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte das da machen, um zu gucken, ob der kommt oder wann er kommt. Aber der Volvidon ist noch da. Die Frage ist, ich glaube, die anderen Monster geben hier jetzt aber auch nichts, was man sammeln könnte, sondern da liegen jetzt überall solche komischen Sachen, oder? Schauen wir mal. Warten wir mal so ein Slagoff aus. Gucken wir mal, was der dabei hat. Eine Ration, wusste ich doch. Da habe ich doch gesagt. Sehr schön. Ist gar nicht schlecht. Hallo, Thunfischköder. Tschüss. Oh, Rattalos. Ich schnappe nochmal eine Ration. Dann habe ich jetzt da nochmal zwei. Das ist gar nicht schlecht. Dann starte ich nämlich eigentlich mit... Ja, mit Vollmeladen und gelber Schärfe, das ist krass, da gegen Rattalos zu starten. Auch wenn ich, wie gesagt, ihn jetzt nicht wirklich gut treffe. Hallo, du. Ich mag den Rattalos ja immer noch. Oh je. Das ist schon Agro. Also, er ist nicht Agro, aber er hat mich gesehen. Und natürlich, nee, wobei, der Rattalos ist natürlich ein sehr gutes Monster, was Luft angeht. Also, was Windabwehr angeht. Da bin ich immer wieder froh, die Rüstung zu haben. Und von dem azurenen Kollegen bekommen wir da, habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, eine Ohrstöpselrüstung. Eine ziemlich gute. Auch wieder mit Schärfer. Oder Schärfe? Ne, ich glaube Schärfe heißt, dass man es einfach so durchdringen kann. Schärfer ist dann glaube ich, dass man schneller schärft.
Aber wieder mit Schärfer und auch Experte, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, alles wieder wie bei der Rüstung eigentlich. Das Problem ist halt echt, es gibt keine guten Feline-Maps. Also keine guten Karten, wo irgendwo Felines da sind, wo die Maske was bringen würde. Das war ja, früher waren die ja, oder ab und zu waren die mal da und haben überall Bomben geschmissen, aber das ist hier jetzt halt wirklich nicht der Fall. Okay. Den würde ich jetzt, doch. Ich glaube, ich würde ihn ganz gerne farbballen. Vor allem, weil ich da nicht unbedingt viel Zeit verschwenden will, wenn er flüchtet. Würde ich gerne sofort sehen, aber ich mache es erst ein bisschen, damit das ein bisschen besser hält, oder ein bisschen länger hält, und nicht direkt beim Kampfstart. Wobei die 10 Minuten dann natürlich eh nicht mehr gelten. Aber dann, wenn er so das erste Mal das Gebiet verlassen könnte, wobei es dann beim zweiten Mal knapp werden könnte, ist natürlich immer so eine Sache. Wie lange hält man ein ein Monster im Gebiet? Das wird langsam echt blöd. So. Aber naja. Aber wie gesagt, wie lange hält man das im Gebiet? Wann flüchtet es? Und wenn es flüchtet, wird es dann blöd, dass der Farbball gerade ausläuft. So, jetzt natürlich Doppelfeuer. Das war natürlich sehr klug, was ich gerade gemacht habe. Hallo? Na, das wollte ich gar nicht. Aber da tanzt schon einer. Okay, und flüchtet er schon? Schratterlos. Beim weiß man nie, aber er flüchtet tatsächlich schon. Okay. Jetzt wäre ein Tränkchen ganz gut. Danke. Ich glaube, eine Dreierheilung heilt so viel wie ein Megatrank. Oder ich glaube sogar ein bisschen mehr. Eine Zweier wäre knapp unter und eine Dreier ist, glaube ich, knapp über. Und das Schöne ist, dass natürlich hier das Gebiet sehr auf meiner Seite. Es ist kühl und ich habe Wasser. Das heißt, ich kann sofort das Feuer löschen. Und ich habe ihn aus der Luft geholt. Wunderbar. Das läuft hier sehr gut. Das Einzige, wovor ich mich ja immer noch ein bisschen fürchte, ist, dass ich ihn gerade, wie gesagt, neutral treffe und nicht... Ja, halt sehr effektiv halt. Oder mit viel... Wow, das war gut. Da bin ich gerade noch drin gewesen. Gut, schlucke ich mal die paar Rationen. Tanzt gerade einer? Na, das würde eh nicht reichen. Erst kann ich kurz eine schlucken. Ja, sehr schön. Und da kommt die Dreier, ja. Das wäre jetzt natürlich blöd gewesen, den Mega zu trinken. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht gemacht. Aber die normale Ration ging ja, weil die auch kostenlos ist. Ich habe ja immer noch zwei davon. Das heißt, die... Ach, verdammt. Die Vorräte kamen halt auch ziemlich gut. Gleich nach dem ersten Monster konnte ich die mehr holen. Beziehungsweise wenn, dann auch nach dem zweiten. Wenn es ganz schlimm gewesen wäre. Aber sie hätten ja jetzt immer noch nicht kommen können. Das ist ja auch immer so ein Glücksspiel. So ein bisschen. Wobei man sich ja eigentlich immer darauf einstellen sollte, das Monster ohne die Vorräte zu machen. Aber bloß, da sie auch gar nicht kommen können. Eieiei. Na, verdammt. Den Schweif hätte ich tatsächlich sehr gerne weg, genau wegen solchen Aktionen. Das ist immer besser, den Schweif weg zu haben. Ah, komm. Aber, naja, Rattolos ist so ein Monster, wo der Schweif ein bisschen länger braucht. Ich glaube, der Königslutrof ist eines der längsten Monster, die den Schweif haben. Und apropos Schweif, ich habe auch rausgefunden, wie das mit dem Duramboros ist. Man kann ihm tatsächlich nicht unbedingt seinen Schweif abschlagen. Das ist so ein bisschen falsch ausgedrückt, würde ich sagen. Aber man kann ihm sein... Ja, wie soll man das jetzt nennen? Die Haut über dem Schweif, also über dieser Kugel, die kann man ihm abhauen. Und davon muss man dann wahrscheinlich die Kugel direkt treffen. Das habe ich ja kaum gemacht. Ich habe ja eher auf den Schweif oder auf die Verbindung zu der Kugel gezielt. Das hätte ja auf jeden Fall dann beim Schweif gezählt. Aber wie gesagt, das ist halt bloß die Haut über dieser Kugel. Deswegen zählt da wahrscheinlich die Verbindung dazu nicht. Und deswegen... Naja... Haben wir den Schweif da auch jetzt nicht bekommen. Ist ja jetzt nicht so schwierig. Ich wollte es ja mal bloß probieren. Oder nicht so schlimm. Das wollte ich sagen. Ich wollte es ja eigentlich bloß mal probieren. Und jetzt weiß ich das. Aber es ist auch nicht so interessant, weil es... Ja, es bringt halt nichts für mich jetzt direkt. Ich kann jetzt nicht wirklich was damit machen. Beim Rattolos, wie gesagt, oder bei anderen Monstern ist dann natürlich auch noch gut, dass der Schweif dann die Reichweite senkt. Das macht er da natürlich dann nicht. Außer vielleicht um wirklich ein paar... Oder sehr, sehr minimale Reichweite, weil halt einfach diese Haut drüber fehlt. Aber keine Ahnung. Aber zumindest nicht so interessant.
Deswegen werde ich es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr machen, weil es einfach auch relativ gefährlich ist. Und da fliegt er. Ah. Das macht er auch zum Glück nicht mehr so oft in Ultimate. Das hat er ja vor allem in Unite ewig gemacht manchmal. Manchmal 3 bis 4 Mal in der Quest. Und man sieht, wie lange es braucht. Und dann halt, dass er die ganze Zeit auch noch normal hochfliegt. Das kann schon eine Weile dauern. Vor allem, wenn er dann auch noch außerhalb der Karte landet. Dann muss er erst zurückfliegen. Das sind schon ein paar lustige Sachen gewesen damals. Aber naja. Deswegen damals Rathalos auch eher einer der Hassgegner. Gar nicht mehr so der Angstgegner, sondern einfach bloß der Hassgegner, weil er so lange dauert. Aber wie gesagt, das hat sich hier jetzt in Ultimate relativ gut geändert. Haben sie ziemlich gut hinbekommen, den Rathalos-Kampf, wie ich finde. Also deutlich ausgeglichener. Klar, er fliegt ihm noch in der Luft. Ich meine, er hat sich den Titel König der Lüfte auch verdient, das ist logisch. Und deswegen kann er auch hochfliegen, aber nicht den ganzen Kampf über. Das ist doch ein bisschen lächerlich, wie ich finde. Aber wie gesagt, haben sie ja eingesehen, haben sie aus ihren Fehlern gelernt. Und der Rathalos-Kampf jetzt ist ja auch ziemlich gut. So, da fliegt er auf jeden Fall weg. Oh, sehr schön, immer noch im kalten Gebiet. Wie gesagt, der Rathalos, auch in Ultimate, geht kaum in die heißen Gebiete. Normalerweise war ein Rathalos typisches Gebiet auch dieses obere Verbindungsgebiet, also das sehr heiße. Ich weiß gar nicht, ist es 9? Oder schon 10? Keine Ahnung. Zumindest das, was eigentlich auch Volvidon, was auch Agnaktor-Gebiet ist, ziemlich. Das war halt früher auch sein Gebiet ziemlich. Da, ich weiß gar nicht, ob es hier auch noch war, aber zumindest ein Try war hier auch, war da oben auch seine Cutscene. Deswegen, wie gesagt, war es eigentlich auch sein Gebiet, aber na gut. Wenn sie ihn jetzt so programmiert haben, dass er eigentlich bloß im kalten Gebiet rumläuft, ist mir das vollkommen recht. Das macht schon mal einfacher für mich. Und macht den Kampf natürlich auch angenehmer. Das Schöne ist natürlich auch, er sabbert gerade. Das ist gar nicht schlecht. Weil da kann ich ihm jetzt auch nochmal gut Schaden reinhauen. Wobei ich denke, dass er eh schon ziemlich viel Schaden bekommen hat. Also Kopf ist kaputt. Oder Kopf ist kaputt, glaube ich. Schweif ist zumindest weg. Und allgemein Schaden habe ich auch schon ziemlich gut reingehauen. Deswegen, ja, wird er auch nicht mehr lange machen. Ich denke mal auf eine 35er Quest Ende, denke ich. Kommt drauf an, wie es dann noch mit dem Humpeln und dem Fangen ist, aber bei 35 wird er auf jeden Fall anfangen zu humpeln, denke ich. Da ist schon hingefallen. Wenn er jetzt gleich nochmal hinfällt, dann haben wir ihn fast schon, denke ich. Das ist ja immer so ein gutes Anzeichen. Okay, er zuckt bloß zusammen. Schauen wir gleich nochmal. Da fliegt er nochmal weg. Oh, wow. Das war gut. Das war richtig gut. Mit dem letzten Schlag hier nochmal runtergeholt. Sehr schön. Das freut mich jetzt. Also einerseits freut es mich nicht, weil ich Rathalos natürlich sehr mag. Und es immer mir ein bisschen so das Herz bricht, wenn ich ihn ja so zerstören muss. Aber naja, trotzdem. Das ist eine gute Quest. Bisher zumindest auch. Ja, und ich denke, das wird sich jetzt auch nicht mehr groß ändern. Oh, da frisst er sogar was, das ist schön. Einerseits wäre es jetzt natürlich blöd, weil er was frisst, das heißt, er regeneriert Leben. Andererseits kann ich mir auch gut wieder Schaden machen während der Frist, vor allem, wenn ich gleich direkt dran bin. Hier zum Beispiel. Da ist das gar kein Problem. Und ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel Leben er regeneriert und ob ich ihm da jetzt genügend Schaden gerade mache, aber ich denke schon, dass er wenigstens nicht so viel Leben natürlich regeneriert hat. Also vielleicht hat er jetzt ein bisschen was regeneriert, aber nicht so viel dann auch. Oder ich habe ihm tatsächlich jetzt mehr Schaden gemacht, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall die Ausdauer ist halt wieder regeneriert, das ist klar. Auch wenn die Leben nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die hier Leben regenerieren. Früher in Unite haben sie ja mit Fressen und sowas bloß Leben regeneriert. Hier tun sie ja größtenteils Ausdauer regenerieren. Die ja dann auch das Erschöpftsein beeinflussen. Aber wie gesagt, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das hier gemacht ist oder in Try ja schon. Was sie da jetzt genau regenerieren. Und da humpelt er schon sehr schön, sogar früher als gedacht. Jetzt nochmal zusammen. Die Frage ist, wo schläft er denn? Ich hab's vergessen. Ach, er schläft im Wassergebiet, ne? Ich wollte gerade sagen, gerade eben humpelt er eher gegen die Wand. Die Frage ist, ich glaube, er kommt nochmal da hinten runter. Nee, oder schläft er da oben? Ah, ich glaube da oben. Verdammt, da komme ich jetzt aber, glaube ich, nicht mehr rechtzeitig hin, da ich immer noch im Rennen bin. Na komm. Schneller.
Und wenn er da nicht hinfliegt, dann ist auch egal. Dann habe ich... Oh, aber ich bin richtig. Die Frage ist, wo ist sein Schatten? Da oben, da vorne, meine ich. Ah, ich habe die Windabwehr, das ist das Schöne. Ja, sehr schön. Und das kann man halt auch gut machen mit Windabwehr. Man kann einfach Monster unter ihnen fangen. Das geht natürlich... Ja, so. Das geht natürlich auch sehr gut, wenn man die einfach bloß fangen will und dann ein bisschen draufkloppen. Aber man hat auch gesehen, dass es... ja, jetzt so halt sehr gut geht. Dass man die halt auch so gut fangen kann. Deswegen ist Windabwehr immer noch eine meiner Lieblingsfähigkeiten, würde ich sagen. Oder eine meiner lieberen Fähigkeiten. Blöd ist, dass wir jetzt überall bloß Rationen rausbekommen. Jetzt habe ich schon das Glück, dass eine Banabra hinfällt. Weil normalerweise zerfetzt die ja immer. Da bekomme ich bloß eine Ration raus. Zumindest... Habe ich fertig geredet? Ja, zumindest deswegen ist die Windabwehr auch eine meiner Lieblingsfähigkeiten, definitiv. Weil man damit so gute Möglichkeiten hat, einfach. So, und hier nochmal eine Ration. Wow, okay. Das ist ja gar nicht so schwierig, weil, naja, so viel verlieren kann man ja dann gar nicht. Okay, wie viel Megatränke habe ich? Schade, konnte ich nicht mehr nachgucken. Aber ich glaube 9. 9 oder 10. Ich weiß gar nicht. Ich habe ja einen zurückbekommen vom Schweif. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob das der 9. oder der 10. dann war. Aber zumindest habe ich nichts verloren, fast. Und das von der Triple Quest ja eigentlich ist gar nicht schlecht. So. Rückenpanzer wohl wieder. Ein Rattalus Schuppe. Siedebrustfell, okay. Omni-Blackbeutel, ja. Rückenpanzer, Agnacto Klaue, Siedebrustfell, Flosse, Zacken, Panzer, Kralle. Wäre jetzt natürlich super gewesen, wenn hier jetzt auch noch ein Rubin drin gewesen wäre. Ein Rattalus Rubin. Aber ich meine, so viel Glück hat man selten. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob die Möglichkeit da überhaupt besteht. Keine Ahnung. Weil die Belohnung halt eh schon aufgeteilt wird.